Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz bequem und einfach viel Gold machen könnt. Wenn ihr ein bisschen Lootglück habt, dann kann das Ganze natürlich relativ schnell gehen, dass ihr viel Gold macht. Ansonsten kann das Ganze natürlich auch ein bisschen dauern. Worum geht es? Es geht hier ganz einfach um ein Mount Farmen. Und zwar geht es um den Dünenaasfresser. Wo ihr diesen farmt und wie ihr das am besten effektiv macht, dazu gehe ich gleich dann drauf ein. Hier aktuell seht ihr, das Mount kostet bei mir aktuell auf dem Server, ist nur einmal verfügbar, kostet es 196.000 Gold. Der Preis schwankt immer so zwischen 190.000 bis hin zu 250.000 Gold. Bei mir zumindest hier auf dem Server, bei euch können dort die Preise natürlich noch ein bisschen anders sein. Wenn ihr Lootglück habt, ich hatte schon Kollegen, die haben dieses Mount an einem Tag innerhalb von ungefähr 6 Stunden Farmzeit dreimal bekommen. Das heißt, umgerechnet, dann habt ihr in 6 Stunden Farmingzeit grob geschätzt ungefähr 600.000 Gold locker gemacht. Das Ganze ist aktuell sehr rentabel, denn viele Leute farmen das Mount leider nicht, denn die wollen das Mount einfach kaufen und es gibt genug Leute natürlich, die einfach sehr viel Gold haben. Und mit dieser Farming-Methode hier den Dünenaasfresser als Mount zu farmen, könnt ihr aktuell relativ bequem, ohne große Anstrengung, wirklich schnell viel Gold machen. Wo ihr das jetzt macht und wie ihr das am besten effektiv macht, zeige ich euch gleich, wenn wir den Voldun-Punkt erreicht haben, wo ihr das effektiv machen könnt. Also sehen wir uns gleich wieder. So, und nun sind wir in Voldun angekommen und zwar an einem der Spawnpunkte, wo ihr die Möglichkeit habt, ja, den Aasfresser zu bekommen. Der befindet sich einmal hier unten, links Nähe des Hafens. Dann habt ihr eine weitere Möglichkeit, die befindet sich dann hier oben bei der Terrasse der Ergebenen. Dort habt ihr die Möglichkeit, am besten hier unten einmal oder hier oben, die Möglichkeit, diesen, ja, Mount sozusagen zu bekommen. Dazu müsst ihr einfach nur immer hier diese Schlangenmenschen sozusagen, nennen wir sie jetzt einfach mal, die müsst ihr dazu einfach nur dauerhaft töten, denn die haben die Drop-Chance, das Mount euch dann zu geben. Am allereffektivsten, hier ist es natürlich auch einfach da, einfach mal in dem Dungeon-Browser zu gucken, dort unter Benutzer definiert, dort eine Gruppe zu finden. Und dort haben wir dann auch immer hier genau diese Gruppen, Farm Mount Voldun. Wenn ihr dort einfach mal guckt und dann sucht zum Beispiel unter Farm einfach, findet ihr hier immer wieder Gruppen, die einfach wirklich sich nur darauf spezialisieren, auf den Spotpunkten dort dieses Mount zu farmen. Das kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch dort einer Gruppe anschließt. Entweder macht ihr selber eine auf oder sucht euch eine hier unter dem Benutzer definierten. Dann geht das Ganze nämlich einfach viel schneller und ist auch einfach viel effektiver, denn als wenn ihr das Ganze jetzt hier, wie ich es euch jetzt zeige, hier natürlich rumlaufen würdet und das Ganze alleine macht und dann hier einfach natürlich lootet. Nebenbei natürlich abgesehen, natürlich von der Drop-Chance von diesem Mount, das Ganze hat natürlich, wie gesagt, kann komplett unterschiedlich dauern. Ein Kollege von mir farmt dieses Mount schon mittlerweile mehrere Wochen lang jetzt und er hat immer unterschiedliche Lootglücks gehabt. Es gab Zeiten, hat er mir erzählt, da war er hier wirklich eine halbe Stunde nur einmal mit dabei und das Mount ist gedroppt und hat das insgesamt 5 Stunden gemacht und hat dreimal das Mount bekommen. Hat er gesagt, manchmal farmt er aber auch 5 Stunden, bekommt gar nicht einmal das Mount. Aber in den meisten Fällen sagt er so, innerhalb der, wenn er so 3 Stunden im Schnitt farmt, hat er meistens einmal das Mount bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich, wie gesagt, sehr lootabhängig. Aber abgesehen natürlich von dem Mount habt ihr hier natürlich auch noch die Möglichkeit, diesen Tiefseetein zu bekommen. Also das sind die Stoffe hier, wo die Schneider mit Sachen herstellen können. Grüne Items können hier noch droppen, die ihr dann natürlich verkaufen könnt. Beispielsweise, die ihr dann auch zerlegen könnt, um dort einfach wieder Materialien rauszubekommen. Also ihr habt da schon noch nebenbei immer so ein bisschen so die Möglichkeit und natürlich fällt auch einfach immer wieder ein bisschen Gold, fällt und Silber fällt hier natürlich auch noch ein bisschen mit ab. Also man geht nicht ganz leer aus, ihr habt es jetzt hier gerade gesehen, der Stoff hier zum Beispiel, der droppt dann auch über die Zeit relativ viel und der grüne davon halt auch. Ja, damit ist es auf jeden Fall dann schon getan. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Wie gesagt, am effektivsten ist das Ganze halt mit einer Gruppe zu machen. Das geht immer am schnellsten. Und wenn die dann halt wieder, dann spawnen die halt auch relativ schnell immer wieder neu. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, auch relativ gut die Möglichkeit halt einfach,
dann einfach das Mount euch ja zu erfarmen und es dann bei euch ins AHA reinzustellen. Die Preise können natürlich bei euch auch auf dem AHA natürlich ein bisschen schwanken. Das kann natürlich sein, dass bei euch jetzt auf dem Server das Mount vielleicht keine 200.000 kostet, sondern vielleicht nur 180.000. So, jetzt habe ich hier zwischen noch ein Item, nochmal 8 Gold, was man dann direkt am Ende auch wieder verscherbeln kann. So klein, ein bisschen kleinen Vieh kommt dabei auch rum. Ein bisschen Lootglück, wie gesagt, gehört halt dazu. Das ist aber überall so. Es gibt halt keine hundertprozentige Garantie. Also wer da hundertprozentig jetzt verspricht, in einer halben Stunde hat man das Mount, der würde halt natürlich lügen. Wie gesagt, hier habt ihr einfach, wie gesagt, die Möglichkeit hier unten und hier oben allgemein, aber auch überall, wo halt sich die Schlangenwesen ja befinden, habt ihr auch einfach die Möglichkeit, das Mount zu bekommen. Ihr könnt natürlich auch gerne andere Spots wählen, wo ihr gerne farmen möchtet. Das sind jetzt nur so zwei Spots, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, macht es am besten in Gruppen, ist auf jeden Fall am effektivsten. Und dann, wie gesagt, könnt ihr das Mount auch einfach direkt wieder verhökern. Und dann habt ihr ein bisschen Gold auf Tasche. Wenn ihr da vielleicht sogar Glück habt, dann habt ihr vielleicht sogar, was weiß ich, in einer Stunde mit Glück sogar vielleicht zweimal das Mount. Das kann natürlich alles passieren. Man weiß es nie und dann habt ihr ein bisschen Gold auf Tasche, was ihr denn verwenden könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und es hilfreich für euch war und ihr wisst, okay, so kann ich jetzt ein bisschen Gold doch nebenbei relativ bequem, ohne wirklich große Anstrengung zu machen, farmen, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr jederzeit gerne was dazu in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.